Antiquariat stand auf der Glastür eines kleinen Ladens. Draußen war ein grauer, kalter Novembermorgen und es regnete in Strömen. Plötzlich wurde die Tür so heftig aufgerissen, dass eine kleine Traube von Messingglöckchen, die über ihr hing, aufgeregt zu bimmeln begann. Der Urheber dieses Tumults war ein kleiner, dicker Junge von vielleicht 10 oder 11 Jahren. An einem Riemen über der Schulter trug er eine Schulmappe. Er war ein wenig blass und außer Atem, aber ganz im Gegensatz zu der Eile, die er eben noch gehabt hatte, stand er nun wie angewurzelt in der offenen Tür. Vor ihm lag ein langer, schmaler Raum. An den Wänden standen Regale, die bis unter die Decke reichten und mit Büchern aller Formen und Größen vollgestopft waren. Hinter einer mannshohen Mauer aus Büchern, die sich am gegenüberliegenden Ende des Raumes befand, hörte der Junge eine ziemlich barsche Stimme. Wundern Sie sich drin oder draußen, aber machen Sie die Tür zu. Es zieht. Der Junge gehorchte und schloss die Tür. Dann näherte er sich der Bücherwand und guckte vorsichtig um die Ecke. Dort saß in einem hohen Ohrenbackensessel ein schwerer, untersetzter Mann. Sein Gesicht war rot und erinnerte an das einer bissigen Bulldogge. Auf den Knien hielt er ein Buch, in welchem er offenbar gerade gelesen hatte. Nun nahm er seine Brille ab und musterte den kleinen, dicken Jungen, der da vor ihm stand. Hör zu, mein Junge. Ich kann Kinder nicht leiden. Heutzutage ist es zwar Mode, dass alle Welt ein Mordsgetue mit euch veranstaltet, aber ich nicht. Für mich sind Kinder nichts als Schreihälse und Quälgeister. Sag dir das nur, damit du gleich weißt, woran du bist. Außerdem gibt es bei mir keine Bücher für Kinder und andere Bücher verkaufe ich dir nicht, so. Hoffe, dass wir uns verstanden haben. Nicht alle Kinder sind so, wie sie sagen. Ach so. Dann bist du wohl vermutlich selbst die große Ausnahme, wie? Und Manieren hast du nicht für 5 Pfennig. Sonst hättest du dich wenigstens erst mal vorgestellt. Ich heiße Bastian. Bastian Balthasar Buchs. Ziemlich kurioser Name mit diesen 3 Bs. Ich heiße Karl Konrad Koriander. Das sind 3 Ks. Stimmt, ja. Naja, ist ja auch ganz gleich, wie wir heißen. Da wir uns ja doch nicht wiedersehen. Jetzt möchte ich nur noch eins wissen, wieso du nämlich vorhin mit solchem Karacho in meinen Laden eingebrochen bist. Machte ganz den Eindruck, als ob du auf der Flucht wärst. Stimmt das? Ja. Vor wem bist du denn weggelaufen? Vor den Kindern aus meiner Klasse. Warum? Was tun sie denn? Sie lassen mich nie in Ruhe. Sie lauern mir vor der Schule auf, schreien lauter so Sachen, schubsen mich herum und lachen über mich. Und das lässt du dir einfach so gefallen? Warum gibst du ihnen nicht eins auf die Nase? Nein, das mag ich nicht. Und außerdem, ich kann nicht gut boxen. Mit anderen Worten, du bist ein Schwächling. Wahrscheinlich bist du auch ein rechter Streber, wie? Der Klassenbeste mit lauter Einsern, hä? Nein, ich bin letztes Jahr sitzen geblieben. Also ein Versager auf der ganzen Linie. Was meinen denn deine Eltern dazu? Vater sagt nichts. Er sagt nie was. Es ist ihm alles gleich. Und deine Mutter? Sie ist tot. Telefon. Herr Koriander schlurfte in ein kleines Kabinett, das hinter dem Laden lag, und schloss die Tür hinter sich. Bastian fiel plötzlich siedend heiß ein, dass er schon viel zu spät in die Schule kommen würde. Er musste sich beeilen. Aber er blieb stehen, wo er stand. Irgendetwas hielt ihn fest. Er wusste nicht was. Er wurde sich bewusst, dass er die ganze Zeit schon auf das Buch starrte, das Herr Koriander vorher in den Händen gehalten hatte und das nun auf dem Ledersessel lag. Es war ihm, als ginge eine Magnetkraft von ihm aus, die ihn unwiderstehlich anzog. Er nahm das Buch hoch und betrachtete es. Auf dem kupferfarbenen Einband waren 2 Schlangen, eine helle und eine dunkle, die sich gegenseitig in den Schwanz bissen und so ein Oval bildeten. Und in diesem Oval stand der Titel: Die unendliche Geschichte. Bastian wurde abwechselnd heiß und kalt. Genau das war es, was er sich schon immer gewünscht hatte, eine Geschichte, die niemals zu Ende ging. Er musste dieses Buch haben, koste es, was es wolle. Das war leicht gesagt. Dieser unfreundliche Herr Koriander hatte ja nur allzu deutlich zu verstehen gegeben, dass er ihm kein einziges Buch verkaufen würde. Und verschenken würde er es schon gar nicht.
Und doch wusste Bastian, dass er ohne das Buch nicht weggehen konnte. Jetzt wurde ihm klar, dass er überhaupt nur wegen dieses Buches hierher gekommen war. Es hatte ihn auf geheimnisvolle Art gerufen, weil es zu ihm wollte. Ehe er sich's versah, hatte er plötzlich ganz schnell das Buch unter seinem Mantel gesteckt. Ohne ein Geräusch zu machen, ging er rückwärts auf die Ladentür zu, öffnete sie nur so weit, dass er sich gerade eben durchzwängen konnte und schloss sie leise von außen. Erst dann begann er zu rennen. Bastian war heiß, aber nicht nur vom Laufen. Sein Gewissen war nun plötzlich aufgewacht. Er hatte gestohlen. Nach Hause konnte er jetzt natürlich nicht mehr. Der Vater sollte nie erfahren, dass sein Sohn ein Dieb geworden war. Das Einzige, was er tun konnte, war, fortzugehen. Irgendwohin, weit weg. Ohne es zu merken, war Bastian seinen gewohnten Schulweg gelaufen und stand jetzt vor dem Schulhaus, dem Ort seiner täglichen Niederlagen. Der Unterricht hatte längst begonnen und ihm wurde klar, dass er auch hier von nun an nichts mehr verloren hatte. Er musste ja doch fort. Aber wohin? Und plötzlich fiel ihm der richtige Ort ein, wo man ihn, vorläufig wenigstens, nicht suchen und nicht finden würde. Der Speicher im Schulhaus. Bastian schlich ins oberste Stockwerk hinauf. Er wusste, dass der Schlüssel für die Speichertür in einem Wandschränkchen neben dem Treppenabsatz aufbewahrt wurde. Er schloss die Tür auf, schlüpfte hinein und verriegelte sie von innen. Der Speicher war groß und dunkel. Allerlei Gerümpel stand und lag umher. Bastian zog seinen nassen Mantel aus, ließ sich auf einen Stapel alter Turnmatten nieder und schaute das Buch an. Und plötzlich überkam ihn eine beinahe feierliche Stimmung. Er setzte sich zurecht, schlug die erste Seite auf und begann die unendliche Geschichte zu lesen. Es war Mitternacht und im Haulewald brauste der Sturmwind. Plötzlich huschte ein schwacher Lichtschein in Zickzacklinien durch das Gehölz. Es war ein Irrlicht und es hatte den Weg verloren. In der rechten Hand trug es eine winzige weiße Fahne. Es handelte sich also um einen Boten. Jetzt kam das Irrlicht zu einer Waldlichtung. Dort saßen beim Schein eines Lagerfeuers drei Gestalten sehr unterschiedlicher Art und Größe beisammen. Ein Riese, der aussah, als bestünde alles an ihm aus grauem Stein. Die zweite Gestalt war ein kleiner Nachtalb. Er glich einer pechschwarzen, fellbedeckten Raupe und hatte zwei kreisrunde Augen wie Monde. Das bei Nachtalben gebräuchliche Reittier, eine Fledermaus, hing kopfüber hinter ihm an einem Ast. Die dritte Gestalt gehörte der Gattung der Winzlinge an und war ein überaus feingliedriges Kerlchen mit einem roten Zylinder auf dem Kopf. Er hatte ebenfalls sein Reittier bei sich, eine Schnecke. Das Irrlicht bemerkte, dass jede der drei Gestalten eine weiße Fahne bei sich hatte, also waren auch sie Boten oder Unterhändler. Der Steinriese entdeckte das Irrlicht als erster. Mächtig viel Betrieb hier heute Nacht. Da kommt noch einer. Ein Irrlicht. Freut mich, freut mich. Wenn ich richtig sehe, so sind auch Sie in Ihrer Eigenschaft als Bote hier. Ja, darf ich mich vorstellen? Ich heiße Blub. Wollen Sie sich nicht setzen, lieber Blub? Eigentlich bin ich sehr in Eile und wollte Sie nur fragen, in welche Richtung ich von hier aus zum Elfenbeinturm komme. Ah, man will zur kindlichen Kaiserin? Ganz recht. Ich habe ihr eine wichtige Botschaft zu überbringen. Setz dich und red. Mein Heimatland liegt ziemlich weit von hier. Es heißt das Modermoor. Und dort ist etwas Unbegreifliches geschehen. Das heißt, es geschieht eigentlich immer noch. Es ist schwer zu beschreiben. Es begann damit, dass... Also im Osten unseres Landes gibt es einen See. Oder vielmehr, es gab ihn. Er hieß Brodelbrü. Und es begann also damit, dass der See Brodelbrü eines Tages nicht mehr da war. Einfach weg. Versteht ihr? Wollen Sie sagen, er sei ausgetrocknet? Nein, dann wäre eben dort jetzt ein ausgetrockneter See. Aber das ist nicht der Fall. Dort, wo der See war... ist jetzt gar nichts mehr. Ein Loch.
Nein, auch kein Loch. Ein Loch ist ja irgendetwas. Aber dort ist nichts. Wie sieht das denn aus, dieses Nichts? Das ist es ja gerade, was so schwer zu beschreiben ist. Es ist, als ob man blind wäre, wenn man auf die Stille schaut. Nicht wahr? Ja, das ist der richtige Ausdruck. Sag, ist es bei der einen Stelle geblieben? Zunächst ja. Aber nach und nach fing es auch an anderen Stellen im Modamoor an. Anfangs nur ganz klein. Ein Nichts, so groß wie ein Sumpfhuhnei. Aber diese Stellen machten sich breit. Wenn jemand aus Versehen mit dem Fuß hineintrat, dann war auch der Fuß weg oder die Hand oder was eben sonst hineingeraten war. Es tut übrigens nicht weh, nur dass dem Betreffenden dann eben plötzlich ein Stück fehlt. Manche haben sich sogar absichtlich hineinfallen lassen, wenn sie dem nichts zu nahe gekommen sind. Es übt eine unwiderstehliche Anziehungskraft aus. Niemand von uns konnte sich erklären, was diese schreckliche Sache sein konnte, woher sie kam und was man dagegen tun sollte. Und da es von selbst nicht wieder verschwand, sondern sich immer mehr ausbreitete, wurde schließlich beschlossen, einen Boten zur kindlichen Kaiserin zu senden, um sie um Rat und Hilfe zu bitten. Und dieser Bote bin ich. Huhu, dort wo ich herkomme, ist es genau dasselbe. Jeder von uns kommt aus einem anderen Land Phantasiens. Und jeder bringt der kindlichen Kaiserin die gleiche Botschaft. Und das heißt, ganz Phantasien ist in Gefahr. Aber dann dürfen wir doch keinen Augenblick versäumen. Wir wollten sowieso gerade aufbrechen. Blub, Sie können uns ja leuchten. Unmöglich. Ich kann nicht auf jemanden warten, der auf einer Schnecke reitet. Tut mir leid. Aber es ist eine Rennschnecke. Mir wäre es lieber, wenn jeder von uns auf eigene Faust reist. Man fliegt ja schließlich. Ist mir auch lieber. Da brauche ich nicht aufzupassen, ob ich irgendwas Winziges plattwalze. Nun gut. Wir werden ja sehen, wer zuerst ankommt. Es war der kleine Nachtalb, der eine Woche später als erster das Ziel erreichte. Oder vielmehr, er war davon überzeugt, der Erste zu sein. Es war zur Stunde des Sonnenuntergangs, als er gewahr wurde, dass seine Fledermaus bereits über dem Elfenbeinturm schwebte. Der Elfenbeinturm sah von fern aus wie ein spitzer, hoher Bergkegel, der in sich wie ein Schneckenhaus gedreht war. Erst beim Näherkommen konnte man erkennen, dass dieser riesenhafte Zuckerhut sich aus zahllosen Türmen, Kuppeln, Terrassen, Treppen und Balustraden zusammensetzte und aus dem allerfeinsten phantasischen Elfenbein bestand. In all diesen Gebäuden lebte der Hofstaat, und ganz oben, auf der höchsten Spitze des gewaltigen Turmes, wohnte die kindliche Kaiserin in einem Pavillon, der die Gestalt einer weißen Magnolienknospe hatte. Der kleine Nachtalb landete mit seiner Fledermaus auf einer der unteren Terrassen. Er blickte sich um, und seine Mondaugen glühten vor Verwunderung auf, denn auf einer Balustrade stand dort der Winzling und schwenkte seinen roten Zylinder. Sie sind schon hier? Seit gestern Morgen. Wie haben Sie denn das gemacht? Nun ja, ich sagte Ihnen doch, ich habe eine Rennschnecke. Also ich muss sofort zur kindlichen Kaiserin. Da werden Sie warten müssen. Es ist ein enormer Andrang von Boten hier, aus allen Gegenden Phantasiens. Es scheint überall die gleiche Gefahr ausgebrochen zu sein. Und weiß man denn, was es ist? Und woher es kommt? Nein, niemand kann es erklären. Und die kindliche Kaiserin selbst? Die kindliche Kaiserin ist krank, sehr krank. Vielleicht ist das der Grund des unbegreiflichen Unglücks, das über Phantasien gekommen ist. Aber bis jetzt hat keiner der vielen Ärzte, die dort oben beim Magnolienpavillon versammelt sind, herausbekommen, woran sie erkrankt ist und was man dagegen tun kann. Das ist eine Katastrophe. So vielgestaltig die Menge der Boten war, die sich draußen vor dem Elfenbeinturm tummelte, so mannigfaltig war auch die Gesellschaft der Ärzte, die sich im großen Thronsaal versammelt hatten. Es gab Zwergenärzte mit weißen Bärten und Buckeln, es gab Feenärztinnen, es gab Wassermänner mit dicken Bäuchen, aber es gab auch weiße Schlangen, ja sogar Hexer, Vampire und Gespenster, die im Allgemeinen nicht als besonders wohltätig und gesundheitsfördernd gelten. Um die Anwesenheit dieser Letzteren zu begreifen, muss man unbedingt etwas wissen. Die kindliche Kaiserin galt zwar, wie ihr Titel ja schon sagt, als die Herrscherin über all die unzähligen Länder des grenzenlosen phantasischen Reiches, aber sie war in Wirklichkeit viel mehr als eine Herrscherin, oder besser gesagt, sie war etwas ganz anderes. Sie herrschte nicht, sie hatte niemals Gewalt angewendet oder von ihrer Macht Gebrauch gemacht, sie befahl nichts und richtete niemanden.
Vor ihr galten alle gleich. Sie war nur da, aber sie war auf eine besondere Art da. Sie war der Mittelpunkt allen Lebens in Phantasien. Und jedes Geschöpf, ob gut oder böse, ob schön oder hässlich, alle waren nur da durch ihr Dasein. Ohne sie konnte nichts bestehen, so wenig ein menschlicher Körper bestehen könnte, der kein Herz mehr hat. Und so wurde sie von allen Geschöpfen dieses Reiches gleichermaßen respektiert, und alle machten sich gleichermaßen Sorgen um ihr Leben. Denn ihr Tod wäre zugleich das Ende für sie alle gewesen, der Untergang des unermesslichen Reiches Phantasien. Alle Hoffnungen ruhten jetzt auf Chairon. Er war der berühmteste Arzt Phantasiens und nun schon seit Stunden bei der Patientin. Alle warteten mit Spannung auf das Ergebnis seiner Untersuchung. Endlich wurde die große Flügeltür zum Thronsaal geöffnet und herein trat Chairon. Er war, was man in älteren Zeiten einen Zentauren nannte. Er hatte menschliche Gestalt bis zur Hüfte, der übrige Teil war der Körper eines Pferdes. Um seinen Hals trug er an einer Kette ein großes goldenes Amulett, auf dem zwei Schlangen zu sehen waren, eine helle und eine dunkle, die einander in den Schwanz bissen und ein Oval bildeten. Jeder in ganz Phantasien wusste, was dieses Medaillon bedeutete. Es war das Zeichen dessen, der im Auftrag der kindlichen Kaiserin stand und in ihrem Namen handeln konnte, so als sei sie selbst anwesend. Es hieß, dass es dem Träger geheimnisvolle Kräfte verlieh. Seinen Namen kannte jeder, Aurin. Viele nannten es auch das Kleinod oder nur einfach der Glanz. Ausrufe des Staunens waren zu hören. Es war schon lange nicht mehr vorgekommen, dass jemandem das Kleinod anvertraut worden war. Chairon stampfte einige Male mit den Hufen, bis sich die Unruhe im Saal gelegt hatte. Freunde, verwundert euch nicht allzu sehr. Ich trage Aurin nur für kurze Zeit. Bald werde ich den Glanz einem Würdigeren übergeben. Wir alle stehen der Krankheit der kindlichen Kaiserin ratlos gegenüber. Wir wissen nur, dass die Vernichtung Phantasiens mit dieser Krankheit zugleich gekommen ist. Mehr wissen wir nicht. Nicht einmal, ob es überhaupt ärztliche Kunst ist, die sie retten könnte. Meine letzte und einzige Hoffnung ist, dass es irgendwo in diesem grenzenlosen Reich ein Wesen gibt, das weiser ist als wir, das uns Rat und Hilfe geben könnte. Worin auch immer die Möglichkeit einer Rettung bestehen mag, eins steht fest. Die Suche danach erfordert einen Fährtenfinder, der Wege im Unwegsamen zu entdecken vermag und vor keiner Gefahr und Anstrengung zurückweicht. Mit einem Wort, einen Helden. Und die kindliche Kaiserin hat mir den Namen dieses Helden genannt, dem sie ihr und unser aller Los anvertraut. Er heißt Atreyu und wohnt im gräsernen Meer hinter den Silberbergen. Ich werde ihm Aurin übergeben und ihn auf die große Suche schicken. Das gräserne Meer, das hinter den Silberbergen lag, war viele Tage Reisen vom Elfenbeinturm entfernt. Es handelte sich um eine Prärie, die tatsächlich so weit und groß war wie ein Meer. Das Volk, das hier lebte, hieß die Grünhäute, denn ihre Haut war von dunkelgrüner Farbe, wie die der Oliven. Sie waren Jäger und führten ein äußerst genügsames Leben. Schon ihre Kinder wurden zur Tapferkeit, zur Großmut und zum Stolz erzogen, mussten große Entbehrungen ertragen lernen und ihren Mut unter Beweis stellen. Alles, was sie zum Leben brauchten, stellten sie entweder aus dem harten Präriegras her oder sie nahmen es von den Purpurbüffeln, die in riesigen Herden über das gräserne Meer zogen. Als Chairon das Lager der Grünhäute erreichte, er war 10 Tage und Nächte fast ohne Pause galoppiert, fragte er sofort nach Atreyu. Man führte ihn in ein Zelt zu einem Jungen von etwa 10 Jahren. Er trug lange Hosen und Schuhe aus weichem Büffelleder. Sein Oberkörper war nackt, nur um die Schultern hing ein purpurroter Mantel bis zum Boden herab. Chairon starrte ihn fassungslos an. Soll das etwa heißen, dass du dieser Atreyu bist? Ja, Fremdling. Ein Kind? Ein kleiner Junge? Wahrhaftig, die Entscheidungen der kindlichen Kaiserin sind schwer zu begreifen. Wenn ich gewusst hätte, zu wem sie mich schickt, dann hätte ich mich einfach geweigert, dir ihren Auftrag zu überbringen. Welchen Auftrag?
das Heilmittel für die kindliche Kaiserin zu finden und Phantasien zu retten. Ist sie denn krank? Ja, Trio. Sehr krank. Und Kairon begann zu erzählen, wie es um die kindliche Kaiserin stand und was die Boten aus allen Teilen Phantasiens berichtet hatten. Nun weißt du, wie die Dinge stehen. Und vielleicht verstehst du jetzt, warum ich die Fassung verloren habe, als ich dich sah. Und doch hat die kindliche Kaiserin deinen Namen genannt. Geh und suche Atreyu auf, sagte sie zu mir. Ich setze all mein Vertrauen in ihn. Frage ihn, ob er für mich und Phantasien die große Suche auf sich nehmen will. Ich weiß nicht, Atreyu, warum ihre Wahl auf dich gefallen ist. Vielleicht kann nur ein kleiner Junge wie du diese unmögliche Aufgabe lösen. Willst du den Auftrag annehmen? Ich will. Kairon nickte langsam. Da nahm er die Kette mit dem goldenen Amulett von seinem Hals und legte sie Atreyu um. Aurin gibt dir große Macht, aber du darfst sie nicht benutzen. Denn auch die kindliche Kaiserin macht niemals Gebrauch von ihrer Macht. Aurin wird dich schützen und führen. Aber du darfst niemals eingreifen, was auch immer du sehen wirst. Denn deine eigene Meinung zählt von diesem Augenblick an nicht mehr. Darum musst du ohne Waffen ausziehen. Alles muss dir gleich gelten. Das Böse und das Gute, das Schöne und das Hässliche. So wie es der kindlichen Kaiserin gleich gilt. Vergiss das niemals, Atreyu. Ich will mich des Kleinods würdig erweisen. Wann soll ich aufbrechen? Sofort. Es ist möglich, dass es schon jetzt um jede Stunde geht. Wo soll ich beginnen? Überall und nirgends. Von nun an bist du allein und niemand kann dir raten. Und so wird es sein bis zum Ende der großen Suche, wie auch immer sie enden wird. Leb wohl, Kairon. Leb wohl, Atreyu. Und viel Glück. Der Junge wandte sich um und ging rasch hinaus. Draußen vor dem Zelt stand Artax, sein Pferd. Es war klein, mit kurzen, stämmigen Beinen, und doch war es der schnellste Renner weit und breit. Atreyu klopfte ihm auf den Hals. Artax, wir müssen aufbrechen. Wir müssen sehr weit fort. Ja, Herr. Niemand weiß, Artax, ob und wann wir zurückkehren. Willst du ohne Pfeil und Bogen ausziehen? Ja, Artax, denn ich trage den Glanz und muss unbewaffnet sein. Und wohin soll's gehen, Herr? Wohin du willst. Von diesem Augenblick an sind wir auf der großen Suche. Fast eine Woche war Atreyu nun schon unterwegs. Nachts schlief er und tagsüber ritt er weiter und immer weiter, ohne zu wissen, wohin. Doch in der siebenten Nacht hatte er einen Traum, der seiner großen Suche eine neue Richtung geben sollte. Er träumte nämlich von einem Purpurbüffel, auf den er einmal Jagd gemacht hatte, und er hörte, dass er zu ihm sprach. »Du hast mich damals nicht getötet, Atreyu, so kann ich dir nun helfen. Höre!« Es gibt ein Wesen in Phantasien, das älter ist als alle anderen Wesen. Weit, weit von hier im Norden liegen die Sümpfe der Traurigkeit. Mitten in diesen Sümpfen ragt der Hornberg auf. Dort wohnt die uralte Morla. Suche die uralte Morla. Danach erwachte Atreyu und ritt noch in derselben Nacht los, nach Norden, immer nach Norden. Er gönnte sich und seinem Pferd nur noch die allernötigsten Pausen. Er ritt bei Tag und bei Nacht durch Sonnenglut und Regen, durch Stürme und Gewitter. Eines Morgens erblickte er schließlich von einem Hügel aus die Sümpfe der Traurigkeit. Nebelschwaden zogen darüber hin, und es war fast unmöglich zu erkennen, an welchen Stellen der Boden zwischen den Tümpeln fest war und an welchen er nur aus einer Decke von Schwimmpflanzen bestand. Artax schnaubte leise vor Entsetzen. Aber Atreyu trieb das Pferdchen an und es gehorchte. Schritt für Schritt prüfte es mit seinen Hufen die Festigkeit des Bodens. Doch je tiefer sie in die Sümpfe der Traurigkeit eindrangen, desto schwerfälliger wurden seine Bewegungen. Artax, was ist mit dir? Bist du krank? Vielleicht. Bei jedem Schritt, den wir weitergehen,
wird die Traurigkeit in meinem Herzen größer. Und ich fühle mich so schwer. So schwer. Ich glaube, ich kann nicht mehr weiter. Aber wir müssen weiter. Komm, Artax, komm. Sonst wirst du versinken. Lass mich, Herr. Ich kann diese Traurigkeit nicht mehr aushalten. Ich will sterben. Ich halte dich fest, Artax. Ich lass dich nicht untergehen. Du kannst mir nicht mehr helfen, Herr. Jetzt wissen wir es, warum die Sümpfe der Traurigkeit diesen Namen haben. Die Traurigkeit ist es, die mich so schwer gemacht hat, dass ich versinken muss. Aber ich bin doch auch hier und fühle nichts. Du trägst den Glanz, Herr. Du bist geschützt. Dann will ich dir das Zeichen umhängen. Vielleicht schützt es dich auch. Nein. Das Kleinod ist dir gegeben worden. Und du hast nicht die Erlaubnis, es nach deinem Gutdünken weiterzugeben. Du musst ohne mich weitersuchen. Willst du mir noch eine letzte Bitte erfüllen, Herr? Ja, Artax. Dann bitte ich dich, fortzugehen. Ich möchte nicht, dass du zusiehst, wenn es jetzt mit mir zum Letzten kommt. Der Kopf des Pferdchens lag jetzt schon halb im schwarzen Wasser. Atreyu vermochte nichts zu sagen. Er nickte Artax noch einmal zu. Dann wandte er sich ab und ging fort. Wie lange er weiter, einfach immer weiter gewartet war, wusste Atreyu nicht. Der Nebel wurde immer dichter und er hatte das Gefühl, schon seit Stunden im Kreis herumzuirren. Dann stand er ganz plötzlich vor einem hohen Berg mit runder Kuppe, der ganz aus Hornplatten bestand. Er hatte also den Hornberg gefunden. Vor sich sah Atreyu eine riesenhafte Höhle im Berg, in der sich etwas regte und langsam herauskam. Erst als es ganz zum Vorschein gekommen war, erkannte er, dass es ein enormer Kopf war, der an einem langen, faltigen Hals saß. Der Kopf einer Schildkröte. Ihre Augen waren groß wie schwarze Teiche. Ihr Maul triefte von Schlick und Algen. Dieser ganze Hornberg, das begriff Atreyu nun plötzlich, war ein einziges ungeheuerliches Tier, eine gewaltige Sumpfschildkröte, die uralte Morla. Er griff nach dem Amulett auf seiner Brust und hielt es so, dass ihr teichgroßes Auge es sehen musste. Kennst du das, Morla? Schau mal, Alte. Aurin? Wir haben es lang nicht mehr gesehen. Das Zeichen der kindlichen Kaiserin. Die kindliche Kaiserin ist krank. Wusstest du das? Ist uns gleich, Alte. Nicht wahr? Die Morla schien auf eigentümliche Art mit sich selbst zu reden. Vielleicht, weil sie keinen anderen Gesprächspartner hatte. Wer weiß, seit wie langer Zeit schon. Sie starrte Atreyu aus riesigen, leeren Augen an. Er spannte all seinen Willen an, um sich der Lähmung, die von ihrem Blick ausging, zu widersetzen. Morla, wenn wir die kindliche Kaiserin nicht retten, wird sie sterben. Auch recht. Aber mit dir wird Phantasien untergehen. Und auch du wirst vernichtet werden, Morla. Wir sind alt, Kleiner. Haben schon lang genug gelebt. Haben zu viel gesehen. Wer so viel weiß wie wir, dem ist nichts mehr wichtig. Wenn du so viel weißt, weißt du dann auch, worin die Krankheit der kindlichen Kaiserin besteht und ob es ein Heilmittel für sie gibt. Wissen wir. Nicht wahr, Alte? Wissen wir. Dann sag es mir. Schau mal. Die kindliche Kaiserin war schon vor mir da. Aber sie ist nicht alt. Sie ist immer jung. Ihr Dasein bemisst sich nicht nach Dauer, sondern nach Namen. Sie braucht einen neuen Namen. Immer wieder einen neuen.
Kennst du ihren Namen, Kleiner? Nein, ich habe ihn noch nie gehört. Nicht mal wir können uns daran erinnern. Und doch hat sie schon viele gehabt. Aber sie sind alle vergessen. Doch ohne Namen kann sie nicht leben. Braucht nur einen neuen Namen, die kindliche Kaiserin. Dann wird sie wieder gesund. Wer kann ihr den Namen geben? Kein Wesen in Phantasien. Wer dann? Wir wissen auch nicht, wer es kann. Vielleicht weiß es die Ujulala im südlichen Orakel. Wie kann ich dorthin kommen? Dort kannst du überhaupt nicht hinkommen, Kleiner. Du lebst zu kurz. Du würdest vorher sterben. Ist zu weit im Süden. Viel zu weit. Lass es sein. Und gib es auf, Kleiner. Damit schloss Morla ihre leerblickenden Augen und zog ihren Kopf in die Höhle zurück. Atreyu wusste, dass er nichts mehr von ihr erfahren würde. Seit 2 Tagen hatte Atreyu die Sümpfe der Traurigkeit hinter sich gelassen. Seither irrte er durch eine Felsenwüste, in der es nichts Lebendiges gab. Er war in das Land der toten Berge geraten. Nur wenige hatten sie je erblickt, und kaum einer war aus ihnen zurückgekehrt, denn dort hauste Yggdrasil, die Viele, der entsetzlichste der Schrecken. Als Atreyu gerade über einen Felsgrat kletterte, hörte er plötzlich ein fürchterliches Brausen und Brüllen. Er ging dem Lärm nach, und nun sah er, über einem tiefen Abgrund von einem Rand zum anderen gespannt, hing ein ungeheures Spinnennetz. Und in den klebrigen Fäden des Netzes wand sich ein großer weißer Glücksdrache, schlug mit Schwanz und Klauen um sich und verstrickte sich doch nur immer rettungsloser. Glücksdrachen gehören zu den seltensten Tieren in Phantasien. Sie sind Geschöpfe der Luft, Geschöpfe unbändiger Freude und trotz ihrer gewaltigen Körpergröße so leicht wie eine Sommerwolke. Darum brauchen sie keine Flügel zum Fliegen. Sie schwimmen in den Lüften des Himmels wie Fische im Wasser. Atreyu sah, dass das herrliche Tier aus vielen Wunden blutete. Denn da war noch etwas anderes, etwas Riesiges, das sich immer von neuem blitzschnell über den weißen Drachenleib stürzte wie eine dunkle Wolke. Es war Yggdrasil. Und nun wusste Atreyu auch, warum sie die Viele genannt wurde. Denn dieses ganze grausige Geschöpf bestand nicht aus einem einzigen festen Körper, sondern aus unzähligen kleinen stahlblauen Insekten, die wie Hornissen summten und im dichten Schwarm immer neue Gestalten bildeten. Atreyu griff nach dem Kleinod auf seiner Brust und hielt es hoch. Halt! Im Namen der kindlichen Kaiserin, halt! Ein Zweibein. Nach so langer Zeit des Hungers gleich 2 Leckerbissen. Was für ein Glückstag für Yggdrasil. Kennt ihr dieses Zeichen? Ich bin Atreyu und stehe im Auftrag der kindlichen Kaiserin. Was willst du von Yggdrasil? Ich will diesen Glücksdrachen. Wozu brauchst du ihn, Atreyu Zweibein? Ich muss zum südlichen Orakel. Denn nur die Ujulala kann mir sagen, wer der kindlichen Kaiserin einen neuen Namen geben kann. Doch das südliche Orakel liegt zu weit entfernt, als dass ich es innerhalb der Zeit, die mein Leben dauern mag, erreichen könnte. Darum fordere ich diesen Glücksdrachen von euch. Wenn er mich durch die Lüfte trägt, kann ich das Ziel vielleicht noch erreichen. Der Drache kann dich nicht mehr tragen, Atreyu Zweibein. In seinem Körper ist Yggdrasils Gift. Ihm bleibt höchstens noch 1 Stündchen zu leben. Dann gibt es keine Hoffnung mehr. Yggdrasil wüsste wohl noch ein Mittel, dich im Handumdrehen zum südlichen Orakel zu befördern. Aber du musst schwören, dass du es niemals verraten wirst. Es ist Yggdrasils Geheimnis. Ich schwöre es.
redet. Du musst dich von Igramul beißen lassen. Igramuls Gift tötet innerhalb einer Stunde. Aber es verleiht dem, der es in sich trägt, zugleich die Macht, sich an jeden Ort Phantasiens zu versetzen, den er wünscht. Denk dir nur, wenn das bekannt würde. Alle Opfer würden Igramul entwischen. Aber was kann ich denn in einer einzigen Stunde ausrichten? Nun, es ist immerhin mehr als alle Stunden, die dir hier noch verbleiben. Entscheide du. Tu, was du vorgeschlagen hast. Blitzschnell fiel die stahlblaue Wolke über Atreyu her und umhüllte ihn von allen Seiten. Er fühlte einen rasenden Schmerz in der linken Schulter und dachte nur noch zum südlichen Orakel. Dann wurde ihm schwarz vor den Augen. Als Atreyu wieder zu sich kam, sah er, dass er sich in einer Bergwildnis aus rostrotem Gestein befand. Etwa eine Meile entfernt erblickte er ein Felsentor. Sollte das der Eingang zum südlichen Orakel sein? Während er noch überlegte, hörte er plötzlich eine tiefe, bronzene Stimme. Er wandte sich um und sah hinter einem der rostroten Felsen den weißen Glücksdrachen hervorkommen. Blut rann aus seinen Wunden, und er war so geschwächt, dass er sich nur mit Mühe zu ihm hinschleppen konnte. Wundere dich nicht allzu sehr, dass ich auch hier bin, Atreyu. Ich war zwar wie gelähmt, als ich im Spinnennetz hing, aber ich habe doch alles mitgehört, was Igramul dir sagte. Und da dachte ich, gebissen bin ich schließlich auch von ihr. Warum soll ich nicht ebenfalls von dem Geheimnis Gebrauch machen, das sie dir anvertraut hat? So bin ich ihr entkommen. Für eine Stunde, denn mehr bleibt uns beiden nicht. Ich fühle das Gift Igramuls mit jedem Augenblick stärker. Für jedes Gift gibt es ein Gegengift. Du wirst sehen, dass alles gut gehen wird. Von jetzt an wird dir alles gelingen. Schließlich bin ich ein Glücksdrache. Mein Leben gehört dir, Atreyu, wenn du es annehmen willst. Ich dachte mir, du wirst ein Reittier brauchen für die große Suche. Und du wirst sehen, es ist ein ganz anderes Ding, ob man auf zwei Beinen durch die Gegend krabbelt oder ob man auf dem Rücken eines Glücksdrachen durch die Himmelslüfte braust. Abgemacht? Abgemacht. Übrigens, mein Name ist Fuchur. Gut, Fuchur. Aber während wir reden, verrinnt die wenige Zeit, die uns noch bleibt. Ich muss etwas tun. Aber was? Glück haben. Was sonst? Doch Atreyu hörte ihn nicht mehr. Er war niedergefallen und lag reglos, eingerollt in die weichen Krümmungen des Drachenleibes. Igramuls Gift tat seine Wirkung. Als Atreyu, wer weiß wie lange Zeit später, seine Augen wieder aufschlug, sah er ein höchst sonderbares Gesicht über das seine gebeugt. Es war schrumpelig, dunkelbraun wie ein Bratapfel und nur ungefähr so groß wie seine Faust. Dann fühlte Atreyu, dass ihm ein Trinkgefäß an die Lippen gehalten wurde. Schöne Medizin, gute Medizin. Trink nur, mein Kind, trink. Tut gut. Was ist mit dem weißen Drachen? Mach dir keine Sorgen, mein Jungchen. Wird wieder gesund. Werdet beide wieder gesund. Habt das Schlimmste schon hinter euch. Trink nur, trink. Atreyu nahm noch einen Schluck und fiel sofort wieder in Schlaf. Aber diesmal war es der tiefe, erquickende Schlaf der Genesung. Als Atreyu abermals erwachte, fühlte er sich vollkommen frisch und kräftig. Er richtete sich auf. Es war Nacht, der Mond schien hell und Atreyu sah, dass er sich an der nämlichen Stelle befand, an der er neben dem weißen Drachen zusammengebrochen war. Auch Fuchur lag noch immer so da, aber er atmete ruhig und schien fest zu schlafen. Alle seine Wunden waren verbunden.
Nur wenige Schritte entfernt befand sich im Felsen eine niedrige Höhle. Vor dem Eingang saß eine kleine Gestalt, in der Atreo sofort das Wesen wiedererkannte, das sich seiner angenommen hatte. Es gehörte offensichtlich zur Familie der Gnome. Es guckte Atreo aus zusammengekniffenen Augen prüfend an. Na, scheint uns ja schon ganz gut zu gehen, was? Ja, ich wollte mich bedanken. Ach was, bin schließlich Heiler, hab nur meine Berufspflicht getan. Und Fuchur, wie geht es ihm? Wer ist Fuchur? Der weiße Glücksdrache. Ach so, bin ziemlich sicher, dass er sich wieder erholt. Braucht noch einige Zeit Ruhe. Wo habt ihr bloß dieses Gift abgekriegt? Und wo kommt ihr so plötzlich her? Und wo wollt ihr hin? Und wer seid ihr? Das erzähle ich dir alles später. Ich darf keine Zeit verlieren. Ich muss ins südliche Orakel, zu Uyulala. Wo kann ich sie finden? Du musst durch das Felsentor gehen, das du dort hinten siehst. Leb wohl. Und hüte mir inzwischen den Glücksdrachen. Als Atreyu das Felsentor durchschritten hatte, sah er vor sich einen langen Gang, den unzählige mächtige Säulen bildeten. Und dahinter waren Stufen und andere Säulen und Terrassen. Doch keine von diesen Säulen trug ein Dach, denn darüber war der Nachthimmel zu sehen. Atreyu wanderte in den Säulenwald hinein. Nachdem er, wer weiß wie lang, immer so gegangen war, vernahm er schließlich aus der Ferne einen schwebenden Klang. Der Klang kam näher. Es war eine singende Stimme. Atreyu drehte sich der Stimme nach, die ruhelos zwischen den Säulen hin und her flog. Aber er konnte doch niemand sehen. Wer bist du? Willst du mich fragen insgeheim? Sprich im Gedicht mit mir im Reim. Denn was man nicht in Versen spricht, versteh ich nicht. Versteh ich nicht. Wenn mir die Frage gestattet ist, dann wüsste ich gerne, wer du bist. Ich danke dir, Freund, denn gut ist dein Wille. Du bist mir willkommen als Gast. Ich bin Uyulala, die Stimme der Stille, im tiefen Geheimnispalast. Sag, Uyulala, hörst du mich noch? Ich kann dich nicht sehen und möchte es doch. Noch nie ist geschehen, dass jemand mich sah. Du kannst mich nicht sehen, und doch bin ich da. Bist du einfach unsichtbar? Oder körperlos sogar? Ja und nein und beides nicht, so wie du es meinst. Ich erscheine nicht im Licht, so wie du erscheinst. Denn mein Leib ist Klang und Ton, hörbar nur allein. Diese Stimme selber schon ist mein ganzes Sein. Atreyu staunte. Die Uyulala war also ein Wesen, das nur aus einer Stimme bestand. Ihre Gestalt war nur hörbar. Er ging immer weiter hinter dem Klingen her, kreuz und quer durch den Säulenwald. Die kindliche Kaiserin siecht dahin und mit ihr das phantasische Reich. Das Nichts wird verschlingen den Ort, wo ich bin, und bald schon ergeht es mir gleich. Wir werden verschwinden ins Nirgends und Nie, als wären wir niemals gewesen. Es bedarf eines neuen Namens für sie. Nur durch ihn kann sie wieder genesen. Sag, Uyulala, wer rettet ihr Leben? Wer kann einen neuen Namen ihr geben? Jenseits Phantasiens gibt es ein Reich, das heißt die äußere Welt. Und die, die dort wohnen in jenem Reich, die nennt man das Menschengeschlecht. Sie alle haben seit Anbeginn die Gabe, Namen zu geben. Sie brachten der kindlichen Kaiserin zu allen Zeiten das Leben. Sie schenkten ihr neue und herrliche Namen, doch ist es schon lange her, dass Menschen zu uns nach Phantasien kamen. Sie wissen den Weg nicht mehr. Sie haben vergessen, wie wirklich wir sind, und sie glauben nicht mehr daran. Ach, käme ein einziges Menschenkind, dann wäre schon alles getan. Ach, wäre nur eines zu glauben bereit und hätte den Ruf nur vernommen. Für sie ist es nah, doch für uns ist es weit. Zu weit, um zu ihnen zu kommen. Denn jenseits Phantasiens ist ihre Welt und dorthin können wir nicht.
Doch wirst du behalten, mein junger Held, was Ujulala da spricht? Ich will es. Ich will mich erinnern daran. Aber sag mir, was fange ich dann damit an? Das musst du selbst entscheiden. Du hast nun Kunde und darum schlägt uns beiden die Abschiedsstunde. Das Nichts ist nahe gekommen. Das Orakel schweigt. Nun wird kein Klang mehr vernommen, der auf und niedersteigt. Das war das Letzte, was Atreyu vernahm. Nun wusste er also endlich, was zu tun war. Nur ein Menschenkind aus der Welt jenseits der Grenzen Phantasiens konnte der kindlichen Kaiserin einen neuen Namen geben. Er musste ein Menschenkind finden und zu ihr bringen. Hoch durch die Lüfte ritt Atreyu auf dem weißen Glücksdrachen dahin. Wie lang waren sie nun schon unterwegs? Tage? Oder waren es Wochen, seit sie vom südlichen Orakel aufgebrochen waren? Atreyu wusste nicht mehr, wie lange. Der Drache konnte auch im Schlaf fliegen, weiter und immer weiter. Anfangs hatte Atreyu noch geglaubt, auf dem Rücken eines Glücksdrachen könne es nicht allzu schwierig sein, Phantasiens Grenze zu erreichen und hinter der Grenze das äußere Reich, wo die Menschenkinder wohnen. Er hatte nicht gewusst, wie groß Phantasien war. Mehr als einmal hatten sie bei diesem langen Flug jene Stellen unter sich in der Landschaft gesehen, wo das Nichts sich ausbreitete und auf die man nicht hinsehen konnte, ohne das Gefühl zu haben, erblindet zu sein. Viele dieser Stellen schienen aus solcher Höhe gesehen noch verhältnismäßig klein, aber es gab auch schon andere, die groß waren wie ganze Länder. Schrecken hatten den Glücksdrachen und seinen Reiter erfasst. Und sie waren ausgewichen und in anderer Richtung weitergeflogen, um das Entsetzliche nicht anschauen zu müssen. Die beiden hatten nicht darauf geachtet, dass der Himmel im Norden schwarz geworden war von Wolken. Im Westen, wo die Sonne stand, war er glühend und unheilverkündende Streifen hingen wie blutiger Seetang auf den Horizont nieder. Im Osten schob sich wie eine Decke aus grauem Blei ein Gewitter herauf. Und aus dem Süden zog schwefelgelber Dunst daher, indem es von Blitzen zuckte und funkelte. Es scheint, wir werden in schlechtes Wetter kommen. Wenn es das ist, was ich vermute, dann ist die Sache kein Spaß. Und was vermutest du, Fuchur? Dass es die vier Windriesen sind, die wieder einmal einen ihrer Kämpfe austragen wollen. Sie liegen fast immer im Streit miteinander, wer von ihnen der Stärkste ist und über die anderen herrschen soll. Für sie ist es eine Art Spiel, denn ihnen selbst geschieht dabei nichts. Aber wehe dem, der in ihre Auseinandersetzung hineingerät. Von dem bleibt meistens nicht viel übrig. Kannst du nicht höher hinauffliegen, außerhalb ihrer Reichweite? Nein, so hoch kann ich nicht kommen. Und unter uns ist, soweit ich sehen kann, nur Wasser. Irgendein riesiges Meer. Ich sehe nichts, wo wir uns verstecken könnten. Dann bleibt uns nichts übrig, als sie zu erwarten. Ich möchte Sie sowieso etwas fragen. Wenn Sie die vier Windriesen sind, dann kennen Sie alle Himmelsrichtungen Phantasiens. Niemand wird uns besser sagen können als Sie, wo die Grenzen sind. Wie lauten Ihre Namen? Der aus dem Norden heißt Lir, der aus dem Osten Baureo, der aus dem Süden Schirk und der aus dem Westen Maestril. Inzwischen hatten sich die Gewitterwolken von allen Seiten so weit zusammengezogen, dass sich das schweflige Gelb, das bleierne Grau, das blutige Rot und das tiefe Schwarz durcheinander mengten. Und nun erblickte Atreyu auch die Sturmriesen. Sie bestanden eigentlich nur aus Gesichtern, denn ihre Gliedmaßen waren so in einem ungeheuerlichen Ringkampf ineinander verknäuelt, dass es ganz unmöglich war, ihre eigentliche Gestalt zu erkennen. Sie rissen die Münder auf und schrien und brüllten und heulten und lachten einander zu. Atreyu richtete sich hoch auf, fasste mit der rechten Hand nach dem goldenen Amulett auf seiner Brust und schrie so laut er konnte: Im Namen der kindlichen Kaiserin, schweigt und hört mich an! Gebt mir Antwort. Wo sind die Grenzen Phantasiens? Weißt du es, Lir? Im Norden nicht. Und du, Baureo? Auch im Osten nicht. Rede du, Schirk. Im Süden gibt es keine Grenze. Maestril, weißt du es? Keine Grenze im Westen. Wer bist denn du, der du das Zeichen der kindlichen Kaiserin trägst und nicht weißt,
dass Phantasien grenzenlos ist. Atreyu fühlte sich wie vor den Kopf geschlagen. Daran hatte er wahrhaftig nicht gedacht, dass es überhaupt keine Grenzen gab. Dann war alles vergebens gewesen. Er merkte kaum, dass die Windriesen ihr Kampfspiel wieder begannen. Es war ihm auch gleichgültig, was nun weiter geschehen würde. Plötzlich wurde der Drachen von einem Windstoß in die Höhe geschleudert. Halt dich fest, Atreyu! Aber es war schon zu spät. Atreyu hatte den Halt verloren und stürzte in die Tiefe. Er stürzte und stürzte, und dann wusste er nichts mehr. Als Atreyu wieder zu Bewusstsein kam, lag er im weichen Sand. Er hörte Wellen rauschen, und als er den Kopf hob, sah er, dass er an einen Meeresstrand gespült worden war. Wie kam er hierher? Und warum war er nicht ertrunken? Unwillkürlich griff seine Hand nach dem Amulett. Es war nicht mehr da. Die Kette um seinen Hals war fort. Er hatte das Medaillon verloren. Er sprang auf und rief nach allen Seiten. Fuchur! Fuchur! Fuchur, wo bist du? Fuchur! Keine Antwort. Nur das gleichmäßige Rauschen der Wellen, die an den Strand spülten. Wer weiß, wohin die Windriesen den weißen Drachen geblasen hatten. Vielleicht suchte Fuchur seinen kleinen Herrn irgendwo ganz anders, weit entfernt von hier. Vielleicht war er auch nicht mehr am Leben. Nun war Atreyu kein Drachenreiter mehr und kein Bote der kindlichen Kaiserin. Nur noch ein kleiner Junge und ganz allein. Bastian schlug das Buch zu. Das trübe Tageslicht, das durch die Dachluke des Speichers fiel, war mehr und mehr geschwunden. Es war einfach zu dunkel, um weiterzulesen. Und es war kalt geworden auf dem Speicher. Bastian begann so zu frieren, dass er zitterte. Und wenn er nun krank würde, was würde dann aus ihm werden? Er wäre jetzt sehr froh gewesen, wenn der Vater ihn finden würde. Aber heimgehen? Nein, er konnte es nicht. Lieber sterben. Er wickelte sich in seinen Mantel, der inzwischen trocken geworden war. Langsam wurde ihm wärmer. Er dachte an Atreyu, der jetzt genauso allein war wie er. Ach, wie gerne würde ich dir helfen, Atreyu. Und der kindlichen Kaiserin. Ich werde mir einen besonders schönen Namen für sie ausdenken. Wenn es irgendeinen Weg gibt, zu euch zu kommen, nach Phantasien, dann sagt es mir. Ich werde kommen, Atreyu. Ganz bestimmt. Du wirst schon sehen.